Wir befinden uns heute hier bei der TUIfly in der Halle 1 in Hannover. Das ist unsere Wartungsbasis für die 737 und wir haben hier unsere Alpha Hotel Fox Tango, das ist der Name des Flugzeuges, bei uns zum Heavy Maintenance Check hier. Das Besondere an diesem Dock ist, das kann man von hier eigentlich schon ganz gut sehen, es ist eine freischwebende Konstruktion. Das heißt, wir können das Flugzeug rein- und rausfahren, ohne dass wir das Dock bewegen müssen. Das Dock ist eine Kombivariante für die Boeing 737 und für den Airbus A320. Das heißt, wir haben eine Höhenverstellung, um die unterschiedlichen Bauhöhen der Flugzeuge ausgleichen zu können. Und das macht die Sache besonders, weil dieses Dock gibt es in dieser Form sonst kein zweites Mal. Das sieht schon ziemlich beeindruckend aus, oder? Wenn man das erste Mal hier reinschaut. Also erstmal geht es los mit Routineinspektionen, das heißt, alle Bauteile werden auf ihren Zustand überprüft. Dabei ergeben sich zwangsläufig dann auch Beanstandungen, die gefunden werden. Und diese Beanstandungen werden dann behoben. Das sind eigentlich so diese drei Schritte. Ja. Die verstellbaren Einschübe ermöglichen uns, das Dock individuell an das Flugzeug anzupassen, was wir jeweils hier drin stehen haben. Das heißt, wir können sie rein- und rausfahren mittels Handkurbel. Ja, und schaffen uns dann die Arbeitsfreiheit, die wir auch benötigen. Also bevor das Flugzeug die Halle verlässt, wird es einmal gründlich von innen und von außen gereinigt. Das heißt, die Kabine wird auf Hochglanz gebracht und natürlich bekommt das Flugzeug eine Außenwäsche. Einige Bereiche werden aufpoliert, damit sie nachher schön hochglänzend sind. Das hat nicht nur optische Gesichtspunkte, sondern ist auch ganz wichtig, dass gerade dieser Bereich an den Vorderkanten der Tragflächen und am Höhenleitwerk ordentlich sauber sind, hat auch aerodynamische Gründe. Wir haben diesen Winter 28 Maschinen in der Vorplanung und bis jetzt sieht es auch gut aus, dass wir dieses ambitionierte Ziel erreichen werden. Das alte Dock hat an dieser Stelle genau 25 Jahre gestanden und mit der Investition von insgesamt gut 400.000 Euro hat unsere Geschäftsleitung natürlich ein weiteres und ein starkes Statement in die Zukunft gesetzt und wir gehen davon aus, dass dieses neue Dock mindestens auch 25 Jahre uns hier treue Dienste leisten wird und trägt somit auch zur Stärkung unseres Wartungsstandorts hier in Hannover bei.